Moin moin miteinander, ja und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Wie angekündigt, ich habe mir ein bisschen die Läden angeguckt und will auf jeden Fall ein paar Sachen kaufen. Allerdings nicht für mich. So, komm. Kaufen. Und zwar nicht für mich. Für mich gibt's ja eigentlich im Moment nichts, jedenfalls nichts, was mich weiterbringen würde. Aber es gibt ein paar Sachen für Brienne. Zum Beispiel das Breitschwert. Das bekommt sie schon mal. So. Und ein besseres Schild. Ein Eisenschild. Das bekommt sie auch. So, statt ihrer Pelter, die sie hat. So, das sind also schon mal die ersten Sachen, die Brienne bekommt. Aber das werden nicht die einzigen bleiben. Sie bekommt auch Kopf, glaube ich, nichts. Tunika, ich glaube, da habe ich auch nicht so richtig was gesehen. Hier war, glaube ich, auch nichts für sie. Die Sachen sind alle irgendwie so ein Kompromiss immer, das mag ich nicht. Aber Hosen. Sie bekommt Hosen und ich habe überlegt, so entweder Stadthosen oder Drillighosen. Und ich gebe ihr mal die... Ich wollte ihr eigentlich die Drillighosen geben, aber Stadthosen sind auch gar nicht so schlecht, finde ich. Sie bekommt die Drillighosen so. Zack. So, Umhang glaube ich nicht. Nein. Und hier auch nicht. So, das ist das, was wir für sie kaufen. Lalalala. Zur Kasse bitte. Und bestätigen. Taka, taka, tak. Ausrüstung wechseln. Ja, das wollen wir. Ausrüsten. Ausrüsten. So. Fasern können wir wahrscheinlich verkaufen, ne? Damit sie nicht so viel tragen muss. Baumwollhosen. So, da sind sie. Ausrüsten. Und wir sind hier noch nicht fertig. Jetzt werde ich mal hier auf Verbessern gehen und gucken, ob wir uns noch irgendwas verbessern können. So, der Waldbogen. Nein. Diese komische Wurzel habe ich nicht. Die Mähne habe ich auch nicht. Schade aber auch. Schade aber auch. So, vielleicht hier endlich mal irgendwas. Lederhaarreif könnte ich verbessern. Den trage ich ja gerade. Wäre nicht schlecht. Schwächungswiderstand vergessen. Giftung auf 50% geht er hoch. Ich denke, das machen wir mal. Jawohl. Schwingen. So. Und die Tiara? Könnte ich nicht? Ja. Wir könnten ein bisschen. Für 3000 Gold. Viel würde es nicht bringen. Nö, nö, das lassen wir mal schön. Können wir hier noch irgendwas machen? Können wir nicht. Schwertblatt. Und hier können wir... Schreckenslordknochen. Genau. So, und hier können wir... Ah, teuer, ne? 3000 Gold? Für irgendwie... 4 Punkte insgesamt. Alles andere bleibt gleich. Ne. So. Hier können wir nochmal was drauf tun. Wankenwiderstand, Niederschlagenwiderstand, geht alles hoch. Ich denke mal, das lohnt sich. Zack. Schwing. So, braune Lederhose. Glaube ich, das bringt nichts, ne?
Und das haben wir sowieso schon. So, nein, wir wollen weiter verbessern. Und zwar. So, Brienne. Breitschwert. Können auf Stufe 3 hochgehen. Grober Hauer. Hohoho. Ach, warum nicht? Komm. Wir haben's ja. Wir haben das Geld. So, und das Eisenschild können wir auch. Können wir auch verbessern. Dann machen wir das. Brienne ist es uns einfach wert. So, Narrenkappe. Herzogliches Banner. Oh, und 9000 Gold. Hm. Naja, haben wir ja eh nicht, also machen wir es auch nicht. So, eisenverstecktes Hemd können wir nicht. Und die anderen Sachen? Totenschädelgürtel. Gar nicht so teuer. Totenschädel haben wir ja en masse. Ich weiß aber nicht, ob der trotzdem dann irgendwie eine Alternative darstellen würde für irgendetwas. Können es ja trotzdem mal machen. Warum nicht? Schuppenmantel. So, Gelehrtenanwender hier. Baumwollhosen, Drillichhosen. Leichentuch. Okay, Dunkelheit geht drauf, Erstarren geht drauf. Und Harpienfittiche haben wir mittlerweile. Sollen wir das machen? Wir machen's. So, das war's soweit hier von diesem Laden. Und jetzt gucken wir nochmal nach Fähigkeiten. Fähigkeiten sind ja auch mal eine schöne Sache. Here we can rest, manage in these last years, Duke Edmund seemed to Grand Sorens. All in all, have your pick. Any you like. So, Fertigkeiten erlernen oder festlegen. Laufbahn wechseln. Ja, ich habe das auch schon so ein bisschen überlegt. Vielleicht nicht so direkt für mich. Ich finde den Streicher eigentlich ganz gut, so mit Dolchen und mit Bogen. Ich weiß nicht, hat der... Naja, Waldläufer hat aber auch Dolche und Langbögen. Hm, vielleicht sollte ich auf den Waldläufer umschwenken. Also Magier denke ich mal nicht, Krieger auch nicht. Herzmagier dann auch nicht. Mystischer Ritter, fand ich interessant. Das könnte was werden für Brienne, möglicherweise. Das habe ich mir so gedacht. Brienne als mystischer Ritter. Huh. Weil sie gefällt mir eigentlich als Kämpfer. So mit Schild und Schwert. Und als mystischer Ritter... Huh. Assassin. Oh, schaut mal. Schwerter, Dolche, Schilde, Bögen. Ich glaube, ich werde ein Assassin. Yes. Ich glaube, ich werde Assassin. Ganz ernsthaft. Ich glaube, ich werde Assassin. Vielleicht in einer der nächsten Folgen. Dann mache ich einen Laufbahnwechsel zum Assassin. Also ich werde dann Assassin und Brienne wird dann ein mystischer Krieger, wollte ich sagen. Aber kann sie nicht? Ach komm. Warum kann sie das nicht? Aber sie kann überhaupt keine Mischform. Ist das normal, dass die Vasallen keine Mischform können? Hm. Ich ein bisschen schade. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte
sie gerne als mystischer Ritter gesehen. Hm. Na gut. Ist wie es ist. So, Fertigkeiten erlernen. So, erstmal ich. So, ich habe ein paar Punkte gesammelt. Verbessertes Werfen und Auslösen. Verstärkt den Aufwärtshieb und die nachfolgende Explosion. Yes. 100 Küsse. Scharlachroter Kuss benutze ich schon ganz gerne. Hm. Belebende Festung. Ne, blendende Festung. Schleuder ins Kampfgetümmel. Die umstehende Gegner betäubt. Interessant. Helmsplitterer umgarnen. Stiehlt Gegenstände von überraschten Gegnern und solchen, die schlafen. Neubeginn, Sprungbrett. Also, ich nehme 100 Küsse. Plang. Großes Auslösen. Und das war's dann erstmal hier. So. Fünffacher Wirbel. Vielleicht wäre das auch was. 5 Pfeile statt 3. Volle Dehnung, Pfeilregen, Pfeilhagel. Ah, Pfeilregen fand ich irgendwie nicht so toll, muss ich sagen. Splitternder. Schießt einen explosiven Pfeil ab, der kleine Geschosse über ein größeres Gebiet verteilt. Hm. Schießt einen lärmenden Pfeil ab, der Gegner für einen Moment lähmt. Das wäre vielleicht auch was. Ich mache erstmal splitternder Pfeil. Spaltender Pfeil. Verbesserte Form von... noch größeres Gebiet. Ich will den erstmal testen. So. Dann mal die passiven Fertigkeiten. Größere Reichweite, die fortgeschrittene Form einer Grundfertigkeit mit Dolchstößen. Abschließende Tritte. Hm. Doppeltes Gewölbe. Die euch in einem zweiten Sprung kraftvoll in die Höhe katapultiert. Aha. Hm. Führt im Fallen eine Vorwärtsrolle aus, eignet sich besonders als cleveres Ausweichmanöver. Das werde ich irgendwann später vielleicht mal testen. Momentan kann ich damit nichts anfangen. Könnte aber durchaus von größerem Vorteil sein. Okay, machen wir mal hier erstmal die günstigen. Armstärke. Halbiert den Verbrauch der Ausdauer beim Festhalten. Mhm. Verringert den Rückstoß. Gewandtheit. Anhöhen. Können schneller. Überlegenheit. Sprungangriff für mehr Kraft. Erweitert die Obergrenze der Ausdauer. Zack. Das nehmen wir. So. Zack. Brienne. Tiefer Schnitt. Donnerschlag. Geweihschleuder. Das nehmen wir. Vollmondhieb. Ermöglicht mehrere Treffer in Folge. Himmelshieb. Fleischspieß. Sicherheitshieb. Unbeugsamer Wille. Stärkt Haut und Muskeln, wehrt vorübergehend alle Angriffe ab und lässt weniger Schaden anrichten. Hm. Hm. Erstmal nicht. Aber hier Himmelshieb. So, was haben wir denn hier? Schildsturm. Verbesserter, schnellerer Schildangriff, der den Zeitraum eurer Verwundbarkeit verkleinert. Schildtrommel.
Beckenschlag. Perfekte Abwehr. Schützt gegen alle Arten von Angriffen, unabhängig von den Eigenschaften. Oh, ja. Komm, das kriegst du. So, was können wir dir hier geben? Schreckensattacke. Demütigung. Kontrollierter Fall. Muskelkraft, Rückzug. Perfekte Blocks einfach auszuführen. Oh, das ist aber teuer. Uiuiuiui. Au, ist das teuer. So. Jetzt schnell noch einsetzen hier alles. Schwert. Primär Stoßexplosion. Mehr hast du nicht. Das gibt's ja gar nicht. So, tiefer Schnitt. Was nehmen wir? Was geben wir dir? Also verbesserte Hauerschleuder für schwere Gegner. Kann Feinde mehrmals in Folge in der Luft treffen. Mhm. Himmelshieb. Himmelshieb, der ständig weiter angegriffen wird. Tiefer Schnitt. Nach links und rechts zurück. Vollmondhieb. So, ich nehme mal Himmelshieb. Oder nee, ich nehme Geweihschleuder. Und Vollmondhieb. Hm. Eine verbesserte Form von Himmelswert, der ständig weiter... Schwer. So, das wären die primären Fähigkeiten. Sekundäre Fähigkeiten. Schildruf, Schildangriff, Behüter, perfekte Abwehr. Als Krachmacher und lockt so. Okay. So, Schildangriff. So, sieht doch toll aus. What will it be today? Achso, meine eigenen muss ich noch meine eigenen. Eieiei, dauert ja alles ein bisschen länger, ne? 100 Küsse, das ist schon mal gut. Schneidender Wind. Nö, das passt ja alles. 100 Küsse, schneidender Wind. Großes Auslösen. So, dreifacher Pfeil. Splitternder Pfeil. Machen wir das mal so. Splitternder Pfeil. Wenn ich tatsächlich irgendwann mal will, dann gibt es auch den Pfeilregen. Glaube ich aber eher nicht. What will it be today? So, yay, wir sind fertig. Come again soon, genau. Mann, das hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Na, ist es dunkel geworden mittlerweile? Nein. Aber wir können jetzt ja ein bisschen in der Stadt rumlaufen. Nicht wahr? So, was haben wir denn hier? Stuhl des Wissens. Schwarzes Brett. Schwarzes Brett. Überall diese schwarzen Bretter. Überall diese schwarzen Bretter. The capital is home to a pawn guild, where my kind gathers.
A cloud of unease hangs over the land these days. Mhm. Ansonsten hat er nichts weiter zu sagen, ne? Ach, wir könnten theoretisch noch Sachen verstauen, oder? Könnten wir. Ja. Könnten wir. Sollten wir. Oder Sachen verkaufen. So, auf den Geschmack gekommen. Gibt es Selen Königslorbeer, um Kräuterbierdestillat zu erhalten? Ach, warum nicht? Komm. Geschenk des Meeres. Beschafft 10 ewiger Riesenfische. Hexengebräu. Gibt Selen Grannis Kraut, um Kräuterbier zu erhalten? Dienste der Diplomatie. Beschafft 20 Suchermedaillons. Okay. Beschafft einen Goldbeutel aus Schlangenhaut. Hm. Lärm der Freude macht. Beschafft 50 Kriegshörner. Oh. Patrons off post work notices in the alehouse. Ich erkunde gerade so ein kleines bisschen die Stadt, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, aber was sein muss, muss sein. Alles ist verschlossen, schade aber auch. Pock, pock, pock. Pock, pock, pock. Na, bist nicht reingelassen? Soll ich mal? Keine Lust. Hui. So, bloß nicht anrempeln die Wache. Sowas macht man nicht. Hello. Ja, hallo, Savasson. Yes, Arisen? Alles gut. Schon so ein kleines bisschen Zeit, ne, und Aufwand, sich hier in der Stadt tatsächlich dann irgendwann auszukennen. Na? Schauen wir mal durchs Fenster. Können wir da rein? Wir können. Das verlassene Haus. Ja, jetzt ist es unser Haus. Was haben wir hier? Nix, keine Federn zum Mitnehmen. Hier vielleicht. Sieht ein bisschen aus wie ein verlassener Laden. So ein Apothekerladen oder so. Was haben wir hier? Okay. Das war's scheinbar. Ich möchte auch nichts kaputt machen. Also, sowas macht man auch nicht. Auch nicht in einem verlassenen Haus. Nein, nein. So, okay. Also ein verlassenes Haus. Finde ich ja interessant. Ist das auf der Karte vielleicht eingezeichnet? Tatsache, das verlassene Haus. Das verlassene Haus. Na,
Na gut, okay, jetzt haben wir das verlassene Haus gefunden. Jetzt muss ich allerdings leider auch die Folge beenden. Sonst wird sie einfach zu lang. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis bald, bis zur nächsten Folge.